was bisher geschah. Ihr habt mir jetzt schon rund 15 Stunden Dead Space zugeschaut. Ihr wisst, was bisher geschah. Aber wisst ihr auch, wie es ausgeht? Das sehen wir jetzt. Here it comes. So, sie hatte gesagt, there's no turning back. Das heißt, ich glaube, wenn ich jetzt hier noch irgendwie was suchen will, nochmal eine Bench brauche und sowas, muss ich es wahrscheinlich jetzt dann machen. Denn for better or worse verlassen wir dann jetzt wohl die Ishimura. Heißt, ich gehe hier nochmal speichern. Und dann gehe ich nochmal in mich und überlege, ob es hier noch irgendwelche Sachen gibt, die ich einkaufen, einsammeln, sonst was muss. So, jetzt kaufe ich mal schnell noch ein bisschen ein. Was machen wir denn da? Flammenwerfermunition. Ich kann ein bisschen was von den Rippern abwerfen. Das ist ja schon sehr viel. Will dafür dann ordentlich einen Batzen von denen haben. Ja, dann noch einen von denen. Aber das Beste ist halt immer noch Plasma Cutter. Und dann habe ich noch drei Nodes. Noch. Den verbaue ich jetzt noch in der Bench. Was haben wir denn da noch? Der Ripper. Ja. Ich habe drei Nodes. Ich kann ihm Cap, Damage und ein Ricochet geben. Ein Gun hat alles, da ist Nachladen und Gedöns nicht so das Thema. Flammenwerfer werde ich nicht so oft brauchen. Plasma Cutter hat alles, was er braucht. Hier könnte ich nur noch Luft reinpumpen. Nee. Dann ist es das hier. Ricochet. Und Cap. Und Damage. Gut. Also, mal gucken. So, einen hier können wir noch reinmachen. Und dann hier mal abspeichern. Und wie durch Zauberhand sind wir wieder hier oben. In der Flight Lounge. Wie hat er das nur gemacht? Ein Teufelskerl, dieser Siegesmund. So, jetzt muss ich aber hier einen Shuttle kriegen. Ja. Stop. Da steht da gerade einer vor der Tür. Ja, machen wir auf. Ah. Wieder zu. Zu auf, zu auf. Wo ist es jetzt hingeflogen? Das hatte doch bestimmt noch Sachen für mich. Emergency. Deck evacuation protocols are in effect. Aha. Ist das andere Viech ist zur Seite weggeflogen. Ist sie noch da oben? Aha. Ja, dann haben wir ja alles richtig gemacht. Ja, okay, er ist wahnsinnig. This isn't how I imagined saying goodbye to the Ishimura.
With you, I can handle anything. One more ride together, then. This all began in the core of the planet. Daniel said EarthGov built the marker. Some experiment they abandoned hundreds of years ago. If you're not ready, your miracle must be as terrifying as a nightmare. The planet is restless, hungry. It'll try to eat us alive. But we have the marker. We'll put things back the way they were. We will be whole again. Also Nicole muss irgendwie eine Manifestation des Planeten sein, der ihm sagt, vereinige mich mit meinem Marker. Das Make Us Whole meint also nicht uns beide, dich, Isaac und mich, Nicole, sondern mich, den Planeten und den Marker. So, hier ist der einer. Da kann man nur runterspringen. Isaac, now's our chance. Oh, okay. You can upload the marker from the console. Come on. Ich möchte mich zuerst noch umschauen. Ich hoffe, dass wie immer nichts passiert, bevor ich nicht Dinge tue. Deshalb schaue ich mich erstmal um. Das ist die Unterseite von diesen Tethern, die dann halt diesen riesen Erzbrocken dann aus dem Planeten rauscracken. Mhm. Na gut, wenn es hier noch Nodes gibt, dann gibt es hier auch noch eine Bench. Ja, steh du mal da. Es wäre nur konsequent, wenn man durch sie durchlaufen könnte. Aha. Blank. Da muss man alles aufräumen. Warum kann ich nur einen wegräumen? Den brauche ich vermutlich später noch für irgendwas. Nett, mal nicht ständig von irgendwelchen Viechern angegriffen zu werden. Credits gibt's auch noch. Okay, hier ist alles abgeschlossen. Kann noch gar nichts machen. Ups. Leg mich schon mal irgendwo zentral hin. Kommt der gerade wieder runter? Wow! Geht's besser? Glaub nicht. Okay, da liegt auch noch was. Geld. Schmeißen hier tatsächlich noch überall Geld hin. Okay, die interne Tür ist offen, aber kommen wir nicht rein. Gut. Ja, Nicole. Reisekoffer. Warte mal. Ich mach mich vielleicht ein bisschen über sie lustig. So, hier, nimm deinen Rollkoffer. So, jetzt bist du eine echte Berlinerin. Jetzt kannst du genauso wie eine echte Berlinerin auf den Zug warten, der nicht kommt. Da jetzt rausgekommen sind. Ich kann es nicht sehen. Oh. Oh. The loading track leads directly to the excavation site.
It'll work. The hive mind will obey. We'll be whole again. You and I can be together. Store power to shutter. Was ist der? Come on, we need to hurry. Du hast den Koffer vergessen. Achso, jetzt ist er hinten auf. Alles klar. Jetzt ist hier ein Koffer stehen. Oh, ist das wirklich größer geworden. Ihr seht wieder alle richtig mitgenommen aus. Naja, gut. Hier kann man dann tatsächlich nochmal Dinge tun. So, Retrieval Order. Ach, da gab es einen Massenselbstmord. Und die ganzen Leichen haben sie auf die Ishimura hochtransportiert. Jetzt kann ich hier tatsächlich nochmal was kaufen. Achso, und jetzt klappt das auch alles wieder. Ja gut, aber gerade bin ich ja bedient. Okay. Ja, das haben wir beim Hunter gemerkt. But this pedestal. Why there? It amplifies. The marker's pulse will be felt across the planet. The dead will sleep. And the living will see what can't be forgotten. Habe ich jetzt noch so ein kleines Heal, haben wir noch. Okay, Munition. Sieht mir noch gut aus. Musste draußen irgendwo rein, ne? Was ist jetzt hier noch? Ja, weggebencht haben wir ja schon alles. Auch nochmal eine Note. This is Sergeant Bram Newman. T-Sec Evacuation Report. The shuttle's gone. Took off and then crashed. Right back down into the bay. Took a whole crowd with it. Must be 100 people dead. Oh, wow. We've lost the rest of the shuttles. God help us. There's no way out. Anyone hearing this, do not land. I repeat, do not land on Aegis 7. Fuck the Ishimura. They left us to die. Okay. Sehr klanglich fröhlich. Also nehmen wir mal hier das Ding mit. So, halt, stopp. Ich habe ja nochmal. No. Oh. Kann ich doch jetzt vortrefflich hauen. Ach, der ist schon tot. Wow. Ja. Vielleicht, weil der so nah an dem Marker dran war. Gerade mal gucken, ob ich jetzt hier noch irgendwie doch noch was hier reinhauen kann. Capacity kann ich halt noch reintun. Ja, komm. Und da kriegt die Line Gun auch noch irgendwas. Rate of Fire. Auch nicht verkehrt. Jetzt werde ich ein bisschen verschwenderisch. Aber der Laden funktioniert später hoffentlich auch noch. Dass ich dann nochmal Munition nachkaufen kann. Transport the Marker. Da ist doch zu. Achso. Naja, ich weiß, ich glaube nicht. So, der ist von Menschen gemacht. Ein Nachbau von dem Original.
Ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass da drin so ein Stasis-Spender ist. Denn dann kann ich hier überall ordentlich rein stasen. Naja, da auch nochmal. Ja, das ist cool. Überblick verschaffen. Okay, Überblick ist verschafft. So, dann will ich von hinten kommen. Durch diese Teile. Ja, fuck. Kleine Scheiße, ey. Ah, falsche Knopf. Achso, wenn die hier durchkommen, dann geht's ihnen schlecht. Oh, der Kleine taucht da unten durch. So, ja, wenn das so rot wird, dann haben sie Stress. Ha! Aber wenn ich ein bisschen gedamaged bin, glaube ich, dann finde ich einfach auch wieder hier. Okay, hier haben sie aber wirklich unendlich. Ah ja, seht ihr? Hier. Unendlich viel Stasis. Unendlich viel! Flammenwerfer. Halt gut gegen die Krabbelfiecher. Und wieder ein bisschen rippern. So, dann fahr du mal weiter. Zieh nochmal weiter. Geht er jetzt durch? Ja, okay, der ist jetzt im nächsten Teil. Okay, es gibt jetzt hier immer noch Nodes. Nodes, wenig Scouts. Ich stempel ihn hier mal. Loot. Oh, und was sie nicht haben, sind Safe Stations. Aber ich habe Kiste. Ich brauche keine Safe Stations. Alles klar. Never mind. So, weiter geht die gute Fahrt. It's okay. Hit test connection. What's it say? Power failure detected. Tether generator. Gravity control. One of the ground side gravity tethers. Maybe a busted power line.
I'm on it. Please hurry. We can't fail now. Da ist wieder so ein Wandviech. Es wird Zeit für Carsten. Und noch so einer. Alles weg. So, wer hat noch nicht, wer will noch mal? Sieht auch so schön aus. Hält auch schön lang. Okay. So viel zum Thema unzerstörbar. Dachte ich ja wirklich anfangs. Mhm. Werde mich natürlich erstmal ein bisschen umschauen noch. Haben wir ihn ja wirklich hier jetzt. Sicher jetzt erst. Haben sie einem wirklich viel Zeug auch gegeben. Oh! Logging Security Card. Ja, richtig viel Zeug. Also da kannst du ja wirklich jetzt dann alles aufbohren, was du brauchst. Ich weiß halt nur nicht, wie sinnvoll es ist, wirklich mehr als diese vier Waffen dann zu führen. Weil du ja dann so munitionsmäßig eben immer nur das kriegst, was du gerade am Start hast. Da habe ich lieber halt vier Waffen, auf die ich richtig spezialisiert bin, als alle und die dann nur so ein bisschen. Okay. Mal gucken, was ich noch so kaufen kann. Soll. Oh ja, richtig Kohle wieder zusammengekommen. Ja, Flammenwerfer. Kann ich verkaufen. Ripper verkaufe ich auch. Kaufe dafür Line Gun und Plasma Katamun. Blub. Da könnte ich sogar noch eine Node kaufen. Aber ich glaube, das muss nicht sein. So, schauen wir doch mal da rein. Okay, muss das so sein? Oh. Ist halt auch geil, dass es halt auch wirklich unterschiedliche Sprecher gibt. Auf der Ishimura, auf der Vella, hier jetzt auch wieder. Also das ganze Sounddesign des Spiels ist ein Wahnsinn. Das ganze Spiel ist ein Wahnsinn. So schockverliebt eigentlich. Einfach. Wir räumen erstmal ein bisschen rum. Erstmal ein Bild verschaffen. Okay, da oben Knödel an der Decke. Rote Kabel. Alles offline. Wer hat die denn auch alle geklaut? Sag mal, das machen doch die Necromorph nicht. So, ich leg die mal erstmal nur hier hin. Da ist Freund Carsten. Muss mir gleich noch helfen. Weil ich kann den eigentlich schon mal so richtig irgendeine Wand ausrichten und Feuer bereit machen. Oh, ich nehme so ein Ding. Aber jetzt sieht man gar nichts mehr.
Muss ich jetzt hier gleich ein Türmchen bauen? Das fände ich ein bisschen lustig. Türmchen bauen, um dann irgendwo raufzukommen. Aber man, ach, kann er gar nicht klettern. So, die legen wir auch bereit. Aber nur bereit. 1, 2. Das ist der Aufzug, den brauchen wir nicht mehr. Emergency Elevator offline. Notifying maintenance. Mhm. So, was passiert, wenn ich die Bubble zerschieße? Die Bubble. Ah, Ventilatoren enden. Lüfter werden frei gemacht. Ja, nur gut, dass ich Plasma Moon habe. Sehe ich da noch einen Knödel irgendwo? Sind unter mir irgendwelche. Ah, ne. Unter mir sind auch noch Kabel. Okay. Es wird Zeit. Carsten. Carsten, zu mir! Wenn keiner kommt, kann ich die hier wieder abbauen. Okay, gibt's einen Knopf? Ja. Restarting tether. Now entering zero gravity. Ach so. Lieutenant Isaac, power is flowing again. Come back to the marker quickly. The excavation site's just up ahead. Make us whole. Muss ich nicht da. Oh, oh, oh. Vorsicht. Echt, dass sich da noch einer wehtut. Ja, ich wollte gerade sagen, jetzt muss ich doch da oben durch. ...97 Schuss, geil. Oh, ist immer noch ganz schön schnell. Hat sie gerade so ein Viech zerlegt und Teile rumgeflogen. Achso, ja, war das. Ja, Jungs, euch kann ich leider nicht helfen. Irgendwelche Secrets hier? So, jetzt werden die Kanäle auch enger. Upsi. Also da zieht es mir doch dann immer kurz den Bodensack noch ein bisschen zusammen. Hier ist aber doch wieder. Achso, das ist die, das ist das Kabel vom Aufzug. Alles gut, nicht schlimm. Das darf rot sein. Das Ding steht ja sogar. Angenehm. Hier höre ich doch schon wieder irgendwie drum rumegeln. Na gut. Was sind wir denn hier?
Da oben Kopf zerbrochen. Bin ich hier reingekommen? Da habe ich gar nicht so richtig nach oben geguckt. Okay, dann wieder zurück. Ah, da ist er wieder. Oh, ihr seid auch wieder da. Boah, der Dicke. Boah, so einer. Oh. Jetzt muss ich dann wirklich mal über Heilung nachdenken. Ach hier, kleiner Scheißer, du. Etwas langsam unterwegs. Der lauft da rein. Ja, sehr schön. Boink, boink, boink. Ach so, der spricht da mit mir. Jetzt würde ich auch nochmal eine Heilung nehmen. Ich meine, ich habe ja nur faul, beziehungsweise sparsam. Also wirklich der Line Cutter, die Trap. Holy Trap. Die ist schon ganz geil. So, das kleine machen wir da noch rein. Das heben wir hier mal runter. Können wir das hier nicht runterheben? Das geht doch bestimmt. Das klappt hier gleich auf und dann kommt man nämlich nicht mehr dran. Fällt das irgendwo runter. Wollen wir ein bisschen aufräumen hier. Was ist denn das? Da fahren Sie weiter. Kommt er hier durch. Der Prinz Kütt. Der Marker Kütt. Ja, nur gut, dass ich das Ding mitgenommen habe. Nehmen wir nochmal so ein anderes mit. Schöne Stinkbombe. Was kann ich denn hier nochmal so kaufen? 10.000 kostenloses Heal, das ist ja absurd. Aber Munition sieht gut aus. Ripper Blades können wir noch verkaufen. Dann sind die immer noch geiler. Ja, ich habe halt 22.000 gespart, weil ich das beides hier nie gekauft habe. Naja, vielleicht in einem anderen Leben. Hey, das machen sie aber auch super fair. Jetzt wieder, ich wollte gerade sagen, jetzt so ein Safe, hätte ich nichts dagegen. Zap, zarab. Da ist einer. Ein Safe, ist das richtig? Yeah. Du weißt, was ich meine. Krass, komm mit. Ist das eigentlich so geplant, dass man das so macht mit der Trap? Stimmt nicht, ja? Denn das wirkt so stark. Andererseits, warum nicht? Hier wabbelt es wieder alles in der Gegend rum. Ah ja, das hat das jetzt hier wieder alles blockiert. Mensch, Mensch, Mensch.
erstmal hauen. Oh, sterb. Ich wollte gerade sagen, ich sterbe schnell, aber das stimmt gar nicht. Warum habe ich mich denn jetzt geheilt, sag mal? Ja, das ist blöd. Kommt man manchmal irgendwie aus Versehen drauf. So, jetzt muss hier eine neue Schwabbelstelle frei sein. Achso, hier die Treppe ist frei. Haben wir hier wieder unsere... Spuckt doch wieder einer. Über mir vielleicht. Ach was! Das wollte ich jetzt auch nochmal ausprobieren. Kommt das nochmal wieder? Wollte jetzt auch endlich mal mit dem Ding schießen. Und da kam tatsächlich diese Klinge irgendwie nochmal zurück und traf den nochmal. Die sind das immer, die da so motzen. Ja, ja. Also mittlerweile ist meine Bewaffnung schon sehr mächtig. Das, was ich so sagen darf. Wie viele Ripper Shots habe ich? Oh, was verdammt. Ja, der ist aber eklig. Brennt ihr Köpfe. Der ist wirklich eklig. Kann man auch nicht so gut zersägen, habe ich gerade gemerkt. Ich muss wieder hoch. Jetzt gucken, was der hier so hat. Aber Heal ist schon arg teuer. Achso, wie? Hä, was habe ich denn da oben gemacht, dass es dann ging? Naja, egal. Achso, ich habe die Tentakel da weggemacht. Tentacles. Aber wenn ich ne... Ah doch, ich wollte gerade sagen, der Effekt ist weg. Oh nein, der Effekt ist immer noch da. Der Effekt ist weg und ist immer noch da. Shutter Control, bin ich auf Shutter Island oder was? So langsam finde ich, könnten wir ankommen. So langsam finde ich, könnten wir ankommen. Wobei ich noch gar nicht geschaut habe, wie das hier überhaupt aufgebaut ist. Vielleicht ergibt das alles einen. Und da sind wir reingekommen, da sind wir hier so lang, dann hier, dann hier. Jetzt sind wir halt einmal irgendwie im Karree gefahren. Warum? Ordentlicher Stiefel. Naja, nehmen wir das hier auch nochmal mit. Schade, der hat nichts. Sind wir jetzt dann da? Ah ja. Ach so. Ist wirklich nur einmal um den Block gefahren. Ja, das Ding fährt so schnell, wie es fährt. Ist ja kein Pferd. So, jetzt ist wieder alles... Stopp!
gut. Ah, erstaunlich leicht. Da hier so ein bisschen was abgebaut. Die ganze Schiene ist immer noch voll geschwabbelt. Ja, jetzt würde ich so ein Stasis-Ding nochmal nehmen. Ich weiß gerade nicht mehr, welche Taste das war, deshalb benutze ich einfach... Ach so, ach, das habe ich vorhin gemacht. Ja, toll. Als das komische Geräusch kam, dann ist es... Das ist so, ich hab keine Ahnung. Jetzt fast mit dem Spiel durch, jetzt muss ich mir das auch nicht mehr merken. Ja, abhauen die Dinger. So, ist da ein bisschen was weg? Ne, auf der anderen Seite ist ein bisschen was weg. Scheiße, jetzt ohne Stasis. Nicht traurig. Was ist denn? Warum leuchtet da was grün? Ja, auch gut. Ah ja, ja, schön. Aber... Ja, auch fein. Ist ein bisschen wie mit einem Hund, der einem alles Mögliche bringt. Darf da auch nicht schimpfen. Aber es ist halt nicht das, was ich will. Ah, da ist er. Jetzt werden sie langsam. Ich warte noch, bis der zweite auch noch langsam wird. Da sind sie jetzt aber alle. Den Kumpel runtergeschubst. Alle ganzen kleinen Hähnchen sind da auch drin. Wie hast du denn das überlebt, sag mal? Oder sag mal. Großer Grilltiller. Ah, da ist wieder sowas. So, ich kann mal jetzt mal eine Taste drücken, gucken, was passiert. X ist es nicht. C ist es nicht. Ist es V? Ist es Y? Ist es F? Nein! Shit! Und was da in der Ecke war es. Oh nein. Egal. So, können wir dann? Ne, immer noch nicht. Ach, hier hinten ist jetzt was frei geworden. Ja, ich habe ja, hab ja Geld. Notfalls 10.000 für einmal heilen. Please, Isaac, the hive mind is coming. You have to make a call. Ja, laber mich doch jetzt voll. Ah! Aua, 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 blöder Boden. Ist der kaputt gegangen? Nee. Ah, den treffe ich nicht. Ach, da können wir noch mal Heal bekommen. Ach, der ist doch irgendwie kaputt gegangen. Ah, doch nicht. Hä, was ist? Was ist mit mir? Okay, kurze Verwirrung. Ah, Dinge. Ein kleines hier. Das gönne ich mir schon mal. Nummer eins. So. Schieße ich immer zu viel, das braucht's gar nicht. Macht zum Glück auch nicht so viel Schaden. Sieht so biestig aus. Aber macht eher Schrecken. Oh. Ich wieder wäre von irgendwo anders.
Rein gar nicht fett. There. Now reunited with the pedestal. Reunited with the pedestal. Das Ding hat eine innige Beziehung zu seinem Sockel, offensichtlich. Jetzt kann ich hier nochmal. Mach erstmal gar nichts. Okay. Dann mache ich hier erstmal gar nichts. Ach, der Sockel ist auch so ein Schwurbelding. Um alle ausgehen. Sie wird ganz entspannt. Gehen die jetzt wirklich ringsherum alle kaputt, die Tethers? Das ist ja falscher Knopf. Was soll ich mit dem ganzen Geld noch machen? Ist sie jetzt gerade verschwunden? Ich glaube, sie ist. Ach nee. Forget it, Isaac. There's no fixing this. Let her go, Daniels. Let who go? Can't you see how delusional you are? We've got to go. The payload from the planet crack is about to fall. I gave you a chance to come around, Isaac. But if you still won't see it, I'll help you. One last time. Wriggling override. This time, watch to the end. Isaac, it's me. Oh, I wish I could talk to you. I'm sorry. I'm sorry about everything. I just wish I could talk to someone. It's all falling apart here. I can't believe what's happening. Oh, wie Nicole guckt, rechts. Strange. Such a little thing. Oh, sie guckt ganz psycho. Just had a talk. That's all this research was in the end. Not much, is it? Just trying to make it listen when he begged for convergence. But I had a different prayer. It spoke. And then it listened. Make this stop. Maybe it understood, but... I can't return what was taken. Why can't I see you again, Isaac? I loved you. No. No, she can't.
did this to yourself. Nicole's been dead this whole time. You just couldn't handle it, could you? Because if she's gone, at least now it'll be in safe hands. The marker won't turn anyone else into its puppet. Give me the loader remote. No. It's over. We're whole again. For Jacob's sake, I'm not going to ask again, Cross. No! Enough people have died! Then just do it. I've got nothing left to lose. Cross! It's better this way, Isaac. You'll never recover from what the marker's done to you. And when the tectonic load drops, all this will be buried. Just like EarthGov wanted. Jetzt hast du das Ding wieder abgemacht. Warning. Seismic activity increasing. Evacuate to safe locations. Okay, wir gehen. Aber wir nehmen noch ein bisschen Geld mit. Stopp, stopp, stopp. Shuttle. I can still make it before she leaves. Meinst du, die nimmt uns mit? Scheiße, ich hab keine Stasis mehr. Aber ganz viel Geld. Also wenn ich hier rauskomme, bin ich auf jeden Fall ein gemachter Ingenieur. Aha, gut. Nee. Aber erst wenn ich es wirklich brauche. Oh, jetzt haben sie aber hier nochmal alles. Okay, lasst mich raten. Ich darf auch nochmal an die Bench. Die ist jetzt wieder gleich im Vorraum. So, nehmen wir das Kleine. Das auch. Jetzt sind wir wahrscheinlich in dem Raum mit der Bench. Aha! Okay, Orientierungssinn funktioniert noch. Da ist auch ein Stasis-Ding. Da ist auch ein Speicher. Okay, ich würde behaupten, das wird meine letzte Speicherung in diesem Spiel. So, was mache ich jetzt mit diesen ganzen Nodes, die ich da noch habe? Kann ich die in New Game Plus mitnehmen? Weiß es nicht. Einfach mal den voll machen. Es gibt bestimmt auch ein Achievement. Außerdem, der ist ja auch der geilste. Und wenn ich es tatsächlich nochmal spiele, dann ist der hoffentlich dann auch gleich auf volle Rotze. Ja, machen wir die halt noch. Das Ding auch noch voll. Ripper kriegt auch noch ein was. Hier. Duration. Die Line Gun wird mir jetzt wohl auch mehr bringen. Ach so, und shoppen kann ich auch noch mal. Haben sie an alles gedacht. Wird vielleicht Heal auch noch mal wichtig. Ach so, ja, schaut, dann kaufe ich zwei Notes. Und, oh, noch zwei kleine. So, die letzten beiden Notes kloppe ich da noch rein. Und zwar in den Ripper. Da kriegt der hier noch Capacity und Damage. Und dann haben wir das. Und dann habe ich eben auch gelogen. Denn jetzt ist, glaube ich, alles bereit für den Endkampf. Deshalb speichere ich jetzt zum letzten Mal. Ah, hier sind schon Sachen kaputt. Aber der Brocken liegt noch da. Weiß ich. Stase sie! Oder schneid sie klein. Yeah.
war es am Ende aber auch nicht mehr. Ah, fuck. Cool. Achso. Wackel nicht so. Schieß dir ins Auge. Oder was auch immer das ist. Ah, Bomben! Oh, Bomben! Okay, kann ich nicht aufheben. Shit, ich muss nochmal sowas treffen da. Zwei noch. Zappel da nicht so! Was mache ich mit den Dingern? Aha! Ich hab auch viel Zeug. Stasis hat mir jetzt gar nichts gebracht. Oh, jetzt bringt sie mir was. Scheiße, jetzt wüsste ich gerne, wie die Taste ist. Um Stasis wieder aufzuladen. Komm, gib die Bombe her. Die Bombe her! Das kommt wieder von vorne. Was ist jetzt noch? Feuer! Ja, aber nochmal auf. Bäh, ist das bäh. Was macht sie jetzt denn? Das irgendwie vorhersehen. Ist leer? Oh shit. Ah, ich habe irgendeinen Schrott da noch. Ja, wollte hüpfen. Vergessen, dass ich nicht hüpfen kann. Ja, komm. Kann ich das irgendwie stasen? Ne? Kann ich nicht. Jetzt kann ich doch auch Munition aufnehmen. Ah, man sieht so ein bisschen kommt. Oh ja, ja, ich warte aber. Ah, okay. Ich kann es ein bisschen verstehen. So, Max, mach auf die Luke. Haben wir sie alle? Wieder nicht mehr nachladen. Achso. Ah. Oh shit.
Oh shit. Nee, muss ich damit machen. Ah! Oh, ich glaube, das war mein letzter Schuss. Ja. Ein letztes Mal hingerotzt. So. Welche? Ja, guckt, ich war so voll mit dem Kram, dass ich nichts anderes aufheben konnte. Das hätte ich mir doch nochmal am Schluss mal anschauen sollen, welche Taste das ist. Bäh. Ui. Da. Was ist eigentlich? Oh! Ich glaube, ich muss los. Ich glaube, ich muss los. Und was ist aus Kendra geworden? Ist die despawned, oder? Wer hat den denn da geparkt? Isaac, it's me. Oh, I wish I could talk to you. I'm sorry. Was für ein fantastisches Spiel. Der Audio Director Olivier Asselin oder wie auch immer er heißt, kann er dafür einen Oscar kriegen? Können alle irgendeinen Oscar kriegen? Kann ich auch einen Oscar kriegen, wenn wir schon gerade dabei sind. Und es war jetzt wirklich so lange her, dass ich das zum ersten Mal gespielt habe, dass ich über die Wendungen am Ende jetzt tatsächlich auch nicht mehr Bescheid wusste. Die haben mich jetzt dann tatsächlich auch überrascht. Ich wusste mit Nicole, die ist an irgendeiner Stelle, ist die eingebildet, also imaginary, ihr wisst schon. Aber wie das genau vonstatten ging, das wusste ich nicht mehr. Und deshalb hat mich das bis zum Ende jetzt wirklich gehuckt. Ich wusste, da kommt nochmal dieser Jumpscare ganz am Ende. Aber dadurch, dass ich wusste, dass er kommt, war ich schon die ganze Zeit mega unter Strom. Wer es nicht kannte, ist hoffentlich ordentlich erschreckt worden. Und wer bis hierher zugeschaut hat, ist hoffentlich ordentlich unterhalten worden. Wie gesagt, ich finde es ein ganz tolles Spiel und ich finde euch ganz toll dafür, dass ihr bis zum Schluss zugeschaut habt. Ich bin gespannt, welches Spiel mich als nächstes so hooken wird, dass ich sage, da mache ich jetzt auch mal ein Story-Let's Play zu. Ich habe noch keins am Horizont, aber wenn es passiert, werdet ihr es merken und hoffentlich seid ihr dann mit dabei.
Dead Space hat mich tatsächlich so gehuckt, dass ich wahrscheinlich auch ein New Game Plus spielen werde. Und das könnte ich dann eigentlich auch streamen auf Twitch. Denn da startet man dann mit einem neuen Anzug. Es ist wohl der Soldatenanzug von der Valor. Der sieht natürlich mega geil aus. Und der ist dann eben die nächste Stufe des Anzugs. Und ich will natürlich auch wissen, was ist jetzt eigentlich mit den Waffen im New Game Plus? Habe ich die dann auch schon wieder so upgraded? Vielleicht kriegt ihr die ja dann auf Twitch zu sehen. Beziehungsweise vielleicht kriegt ich euch auf Twitch zu sehen. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr auch mal da vorbeischauen würdet. Die Besten seid ihr natürlich so oder so. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Das reimt sich und was sich reimt, ist gut. Und ich bin der Fabian. Bis dann. Ciao.